ist der Richtige. So, moin moin. Hallo. Community. Hallo. Ich beginne direkt mit einem Fail. Was für ein Fail denn? Was machst du denn jetzt? Ich connecte und denke, komische Umgebung. Ja, ich bin auf Valhalla. Ja, okay, ja. Also Deadman heute auf Valhalla, wie auf The Center. Das kann ja was werden, ne? Ich joine schon um. Ich versuche mich dann nachher nochmal mit dem Stargate zu dir zu porten. Das wäre auch geil, wenn es das geben würde. Ne? Ah ja, ich kann dich auch töten. Also erstmal moin moin. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in die Woche. In den Montag. Nee, Blödsinn. Heute ist Dienstag. Wollte ich ja sagen. Ja, es ist ja hier ein schöner Start in die Woche. Wir waren ja gestern nicht da. Also von daher gesehen passt das ja mit dem Montag. Ja, wir sind wieder da und heute drei Mann stark, erstmal vorläufig. Kann sein, dass der Komo noch dazukommt, aber der hatte noch irgendwie was anderes zu tun. Unser Dr. Komo, ihr kennt ihn ja, der ist immer im Stress. Auf jeden Fall, was haben wir heute vor? Also, Fauli ist schon mal angefangen, so ein bisschen Höhenluft zu schnuppern. Ich fliege euch da mal hin. Höhenluft? Ja, er fängt nämlich gerade an, sich hier eine Base-Jump-Anlage zu bauen, glaube ich. Ja, also ich bin auf jeden Fall heute Nachmittag schon zweimal runtergefallen. es ist ganz interessant, was er hier baut. Also es ist wirklich nur mit dem Vogel zu erreichen. Anders kommt man hier nicht hoch. Und ja, das würde ich mal sagen, ist die Aussichtsplattform über The Center. Cremig, locker und schön. Sieht doch stark aus, oder? Hallo Elenia. Elenia, moin moin. Hallo. Ja, ja, er hat auf alle Fälle von da oben den besten Ausblick, habe ich ihm schon gesagt. Man kann sich einmieten, also pro Nacht zwei Metal-Ingot. Zwei Metal-Ingot, okay. Einmieten pro Nacht zwei Metal-Ingot. Das solltet ihr euch merken, das ist cool. Ja, also von da oben super Aussicht, seht ihr gerade selbst. Ja, genau. So, was haben wir heute vor? Wir haben heute vor, ein wenig an unserer Base noch rumzuschrauben. Die ein oder andere Sache zu tamen und noch irgendwas Akrobatisches, was irgendwie fällt uns bestimmt spontan auch noch was ab, wo wir noch wieder ein bisschen Schwachsinn machen können, wisst ihr. Ich habe noch eine Höhle entdeckt. Du hast noch eine Höhle entdeckt? Okay. Ja, die wo können ist die wir denn? Halt im Vulkan. Im Vulkan, sollen wir da erstmal hinfliegen? Da können wir gleich mal hinfliegen. Ja. Gut, aber was brauchen wir dazu? Vulkan ist meistens, da brauchen wir ein bisschen kühles Zeug, ne? Nö, das ist, also ich konnte ohne Probleme rein, so wie ich bin. Mit Fellrüstung. Na mit klar. Fellrüstung. Meinst du, hallo? Ich Fell, ich Faultier, ich Haare am Körper. Ja, Alter. Stimmt, er heißt Faultier, Felltier, liegt da nahe, ja. Ja, also mir macht das manchmal Angst mit seinem. Der läuft ja permanent in der Fellrüstung rum. Ich möchte nicht wissen, wie das da drunter müffelt, ne? Ja, kannst du heute Nacht mal zu mir kommen. Ich meine. Nee. Nein, ich meine, ich habe auch eine Fellrüstung. Ja. Hallo, das hat was. Das hat was. Ey, das hat was. Das Vögelchen hat aber eine schöne Farbe. Ja. Ja. Wir haben mal ein bisschen mit diesen Skins rumgespielt. Templates. Mit den Templates, genau. Ja, Skin-Templates sind es ja, ne? Und ja. Das ist irgendwie ganz witzig. Also es ist eine schöne Geschichte, macht Spaß. Schöne Spielerei. Ja, also dein Vogel schaut aus, als würde er zum Deutschlandspiel gehen. Genau, ja, bald ist ja auch so vom Gesicht her, ne? Ja. Er ist schon mal gewappnet. Genau, er hat sich schon mal vorbereitet. Schaut sehr geil aus, auf jeden Fall. Das Geilste ist übrigens, wenn ihr hier Fat Amy euch anschaut. So, Fat Amy, dass sie ständig nackt in der Ecke rumstand, fand ich nicht so cool. Also unsere Fat Amy ist jetzt mal bekleidet, ja, so wie ihr seht. Seht ihr? Ja, so. Schaut aus wie eine Bodybuilderin. Genau, hat jetzt ein wenig Bikini an. Ein wenig. So. Hast du schon gesehen, Fauli? Ja, bei mir wurde die vorhin ohne angezeigt. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig okay. Bikini. So, aber ist doch stark, oder? So soll sie sein. Meinst du? So soll sie sein? So liebst du die Frauen, oder? Du hast auch eine Höhle entdeckt. Elenia hat auch eine Höhle entdeckt. Elenia, was hast du denn für eine Höhle entdeckt? Ich bitte doch mal um Koordinaten. Übrigens möchte ich mir mal vorstellen, wir haben, nachdem wir Sonntag das erste Mal erlebt haben, wie es sein kann, wenn es ein bisschen voller ist bei uns im Channel, haben wir uns jetzt gerüstet und halt eben neben Schlappi noch Elenia zur Moderatorin gemacht. Wie gesagt, ihr schaut einfach ganz, ganz, ganz lange und ganz, ganz oft die Akrobaten, dann kann euch sowas auch mal passieren. Hi Golmi, moin moin. Hey Golmi. Hi ho. Also seid jetzt lieb zu Elenia, ansonsten kann sie auch den Bannhammer schwingen.
Macht sie aber natürlich nicht. Ihr seid ja auch alle cool. Gibt es Fett auf dem Popo. Genau, nein, aber wir haben echt eine coole Community. Sehr, sehr geil. Ich war doch immer lieb. Fauli, du fliegst oder so als Erster? Wer hat hier eigentlich die Metallpuppen hingestellt? Ich war das. Die machen mir Angst, das weißt du, ne? Ja, frag mal die Puppen, wie es denen geht, wenn du vorbeikommst. Unterwasserhöhle 43296. Unter Wasser, kann man da hinfliegen? Ja, genau. Kannst mit dem Quetzal Plesiosaurus hinfliegen. Und schwimmen. Genau, man muss okay, noch kreuzen können. Das wäre doch cool, oder? Das wäre geil, ja. 43. Müssen wir mal vorschlagen, ihr müsst Kreuzungen einbauen. Kreuzung? Ah, nee, dann gibt's wieder Stau. Kreisverkehr wäre besser. Kreisverkehr sind besser, ja. Ja, auch. Nee, aber so richtig, stell dir mal vor, du machst hier den Agentavis fertig, also hast einen Plesiosaurus mit Flügeln auf einmal. Das wäre auch geil. Mhm. Oder ein Ketzer mit Federn. Brozocker 4, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Viel Spaß wünsche ich dir im Stream. Hey, Brozocker. Grüß dich. Was ist eine Mod? Brozocker, was meinst du gerade, was eine Mod ist? Du meinst das mit den Farben? Oder mit dem Besprühen, mit dem Bekleben hier? Das ist keine Mod. Also das, nee. Wenn es darum geht, ist das definitiv keine Mod. Das kann jeder machen. Das ist, Den ja. Link kann ich mal posten, wenn es ist. Genau, poste mal den Link. Oder schick mir den mal ganz kurz zu. Ich weiß nicht, ob du gerade eingeloggt... Doch, du bist ja eingeloggt. Ich bin drin, ja. Ja, er postet mal den Link, da steht es drin, wie das funktioniert. Und dann kannst du dir das da mal anschauen. Ist eigentlich relativ simpel. Wenn man es einmal gemacht hat, dann schaffst du das immer wieder. Lossi brauchte zwei Versuche. Ich habe das bislang noch nicht verstanden. Meinst du, ich kenne mich damit schon? So, also da ist der Link auf alle Fälle für alle, die mal so ein paar Skins. Es ist für alles Getier irgendwas dabei. Manches ist schön, manches nicht so schön. Wo versteckt sich denn der Losty? Ich bin hier bei meinem. Gut, der hat mal was zu essen dabei. Na sicher. Schau mal, Fauli, ich habe nämlich ganz, ganz viel im Kühlschrank hier hinten gemacht. Wo bist denn jetzt rumgelaufen? Kühlschrank. Hattest du eigentlich hier oben in den Feeding Trough noch was reingepackt? An Fleisch, Deadman? Wo, oben? Hier oben in den Feeding Trough, weil ich hatte... Ich war heute Nachmittag unterwegs und hab geschnetzelt und hab auch die Futtertröge aufgefüllt. Okay, sehr schön. So weit vorhanden, so wie ich sie gefunden habe, die Futtertröge. Ja, hier oben ist nämlich noch einer, hier bei denen hier. Vorne. Ja, hab ich aufgefüllt, ja. Sehr schön, cool. Golmi, das stellt sich noch raus. Kann ich dir noch nicht sagen, kann ich dir auch noch nicht versprechen, ob in irgendeiner Art und Weise heute ein Spiel rausgeht, ob wir irgendwas verlosen heute. Das kommt ganz auf die Tagesform an. Wie wir uns gerade fühlen, wenn wir gerade gut drauf sind, dann machen wir das. Wenn es angekündigt ist, auf Twitch, auf sonst wo, dann passiert das natürlich. Aber wenn wir es nicht ankündigen, dann ist sowas eher spontan. Surprise, surprise. Genau, dann ist sowas eher spontan. Dein, so. Dein Schlüsselfinder. Mein Lustig. Schlüsselfinder, ja, genau. Ja, klingt das süß, oder? R2D2 macht komische Geräusche. Ja, ich hab den, ich so. Hab den vergessen auszustellen. Brotzocker, der runde Turm, das ist eine Mod. Grüß dich, Ruff. Ja, genau, das ist eine Mod. Hallo. Ruff, moin moin. Kieler 112. So. Hallo, Mr. Hyde. Die haben wir vergessen. Genau, hallo, Ruff. Hast du jetzt den Dings angeworfen? Hast du jetzt das Gammelfleisch angeworfen? Ich habe da einiges an Gammelfleisch rausgeholt und jetzt will ich nochmal ein paar Narco-Berries dazu schmeißen. Ich wollte mich aber auf meinen Vogel setzen, wenn du das machst. Ja, das kannst du ja trotzdem noch, dann kriegt der trotzdem was dazu. Ich finde meine Waffe nicht mehr. Wieso finde ich meine Waffeln? Waffe nicht mehr? Lecker. Nicht Waffeln. Du kriegst gleich was an deiner Waffel. Nee, der kriegt nichts dazu, Losty. Ich muss drauf sitzen, wenn du das Ding anschmeißt. Schmeiß nochmal aus, dann schmeiß nochmal an, dann kriegt er was dazu. Chat ist gerade im Weg. Ach hier, clear. So. Chat ist gerade im Weg. So. Hey Muscle, grös dich. Muscle, moin. So, jetzt gehe ich mal rein. Hallo Muscle. So. Und jetzt geht's los. Ich schmeiß jetzt an, ja? Ja. Hau mal rein da. Alter Schwede. Hey Kempter. Kempter, hi moin, GTA. GTA, moin moin.
Hallo. So, also Freunde, dann lass uns jetzt mal hier zu Faulis Höhle zuerst mal hin. Ich habe mir die Koordinaten von der Unterwasserhöhle habe ich mir aufgeschrieben. Und lass uns jetzt aber erstmal Richtung Faulis Höhle fliegen. Kann ich da mit dem Quetzal rein oder muss ich da mit dem Agitabis oder so? Du musst, glaube ich, mit dem Quetzal würde auch gehen. Gut, dann nehme ich nämlich hier Engelippe mit. Oder nehme ich mal Kleiner Max mit. Kleiner Max darf auch mal ein paar Engrims dazu kriegen. Ein paar XP. Gut, dann lass uns mal hier losfliegen jetzt. Bitte. Ja, Sekunde, ich schnapp mir nur noch ein Schrotgewehr und dann geht es los. Das ist der Ausrüsten. Was wartet auf uns an Getier? Im Prinzip nur Schlangen und Skorpion. Okay, warte. Ja, die kennen wir ja mittlerweile. Die sind ja. Also ich sollte R2D2 echt abschalten, oder? Jo. Hallo? Oh, jetzt hat Fat Amy bei mir auch. Jetzt hat Fat Amy auch endlich einen schönen Bikini. Das ist doch schön. Ein schöner Bikini. Ja. Ja, vor allem so ein haariger Affe schaut da immer richtig sexy aus, oder? Ja, natürlich. Das ist Norden. Ich stelle mir gerade Deadman mit einem Bikini vor. Nee. Pompa, moin. Fauli. Ja. Maxoman, moin. Ich sag jetzt nichts dazu. Maxo, was? Fauli, wenn es das nächste Mal wieder klappert an deiner Foundation. So, ey. Dann dauert es nicht mehr lange, dann fällst du. Also, Fauli ist soweit. Denke dran. Ich weiß, also Deadman, ich weiß ja nicht, was du mit deinem Sound immer machst, ja? Warum? Was ist da? Ich glaube, du magst das so zwischendurch mich einfach so ein bisschen so, hallo, so zu irritieren, weißt du? Du hast eine Zeit lang, dann bist du so leise, dann muss ich dich lauter stellen, dann stelle ich dich lauter und dann brüllst du mich auf einmal weg. Also ich verändere nichts. Okay, jetzt habe ich dich wieder, du so veränderst. Wieder eingenordet. Eingenordet? Genau. So. Ja. Mark Bracadabra kommt auch gleich online. Auf wen warten wir denn jetzt? Auf Daddy. Oh, das kann ja noch dauern. Du erst ausrüsten. Habt ihr alle was zu essen dabei, was zu trinken? Maxo, wie viele Stunden hast du jetzt? Komm, hau raus. Maxo war am Arg suchten. Da müssen da Stunden ohne Ende angefallen sein. Wenn der schon schreibt, er war am Suchten, dann... So, wo parkt ihr? Hallo, Kieler 112. Achso, hat mich schon mal gesagt. Ja, hast du. Schönes Gewitter, hoffentlich fackelt meine Hütte nicht ab, schreibt er. Nein. Die Gewitter hier sind harmlos. Weißt du was? Wo hängt ihr rum? Ja, wir wo warten hier rum, vor der Base, fliegen wir schon rum. Ja, vor. Welches vor? Hier. Haupteingang? Ich wusste gerade, dass wir einen Haupteingang haben. Ja, natürlich. Ist die Seeseite. Hier, jetzt sieht er mich. Ja. Ich bin so, und jetzt müssen wir in Richtung Vulkan, da wo es dampft. Deadman, können wir glaube ich so quer rüberfliegen. Nimm den kürzesten Weg, oder? Joa. Ja, so machen wir das. Genau von so machen 380 wir. 380 auf 573, 200 Stunden. Boah, was für ein Suchti. Also ehrlich, wie viele Stunden hattest du nochmal, Losti? Ich glaube, ich komme so auf 250, wenn es hochkommt. Mhm. 1250. Ja. Ich glaube auch. Seid ihr schon auf dem Weg? Ah, da unten sehe ich einen Ketzer fliegen. Wer fliegt denn da so verwirrt rum? Ich bin schräg drüber weg. Ich flieg so Richtung Vulkan. Gut, ich flieg da jetzt auch hin. Oh, da ist ein Argmentalis. Und flieg gegen... Wer steht denn hier? Wer ist denn... Ach, Deadman ist der Langsame. Ui. Deadman ist der Langsame. Ne. Ja, was denn? Naja, nu. Mauda Derry, moin, willkommen. Uns geht's gut, hoffentlich geht's dir auch gut. Hey, Mauda Derry. Grüß dich. Habt ihr denn alle ein GPS dabei? Nö. Sicher doch. Habt ihr eine Tauchausrüstung dabei? Habe ich dir schon gesagt, dass ich wieder ein Standbild habe? Hast du irgendwas erwähnt von Taucherausrüstung? Nee, aber Elenia hat was gesagt von... Unterwasserhöhle? Ja, das machen wir aber jetzt ist ja erstmal Vulkan. Das Problem ist, ich habe ein Standbild, Leute. Und ich hoffe mal, dass das hier gleich wieder verschwindet. Du stehst doch in der Luft, Losti, glaube ich, oder? Wie, ich stehe in der Luft. Oder bewegt sich der Vogel? Nee, ich bin an ihm vorbeigeflogen. Ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist denn der? Okay, jetzt ist er weg. Nee, der ist hinter mir. Ich sehe ihn. Also, Vogel... ich sitze aber noch drauf, ja? Ja, was ist mit Komo? Ja, Ruff. Das kann ich dir auch nicht sagen. Komo, der hat heute wieder viel zu tun. Also ich kann es dir schon sagen, der hat viel zu tun und eventuell kommt der später nochmal rein.
Also, ob er noch kommt, das kann ich dir nicht sagen. Halt, jetzt ist er weg, jetzt ist der Vogel weg. Ja, ist, ich seh ihn. Bewegst dich wieder, Losty. Hä? Nee. Echt? Hä? Nee, ich hab hier komplette Standbild. Ich hab doch grad den Vogel hinter mir gesehen. Ich hab komplette Standbild. Wem war der die ganze Zeit vor mir und auf einmal war er weg, da ist ich, der Vogel. Ich gebe ihm noch 30 Sekunden und wenn es dann nicht so ist, dann muss ich wieder... Ich hasse das, das ist so kacke geworden nach den letzten Updates. Mit den Standbildern. Cooler Typ. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Viel Spaß wünsche ich dir. Hey ho. Hey ho, grüß dich. Trotz des Standbildes im Moment wünsche ich dir viel Spaß. So, also... Bewegt sich zwar immer wieder mal, aber... Ja, ich raff das nicht, dass das so permanente Standbilder, das habe ich bei keinem anderen Spiel. Bei keinem anderen Spiel. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das komplett deinstalliere, nochmal neu installiere jetzt die Tage. Also jetzt sehe ich dich nicht mehr. Jetzt, ja, ich kann wieder fliegen. Lag ist weg, alles ja, gut. Ja, da kommst du. Ja. Jetzt. Ich weiß nicht, wie du das machst. Du musst wohl in der Matrix leben. Du bist jetzt das dritte Mal an mir vorbeigeflogen. Ja, ich wollte es gerade sagen, Losty. Ja. Du bist schon dreimal an mir vorbei. Da kannst du mal sehen. Hammer, oder? Der hat's drauf, oder? Cooler Typ, moin moin. So, jetzt flieg du mal vor mit deinem... Genau. Flitze Vogelus. Ich muss nur einmal unten Stamina tanken. Mit deinem Gewindeschrauber. Ah ja, das müsste ich jetzt auch mal. So. Ich tank gerade mal Stamina. Ich hock mich mal mit auf deinen Stein, Pauli. Ich wollte gerade sagen, macht er das jetzt nicht mehr in der Luft, aber doch, macht er noch, macht er noch. Nur am Arbeiten oder so, ja, Dr. Como, immer im Einsatz. Ruff, immer im Einsatz, der Dr. Como. So. Können wir ja? Pauli, ja. Okay, dann geht's weiter. Seid ihr da unten auf dem weißen Stein? Ja, das ja. Sieht so aus, ja. So, ich bin ja mal gespannt. Ist wir müssen zur rechten Seite. Ist da eigentlich ein Artefakt drin oder weißt du das? Ja, da ist eins drin. Das ist schön. Vielleicht sind wir dann ja bald schon mal in der Lage, eine Brutmutter mal zu beschwören. Das wäre doch cool. So, ich schmeiß mal eben den Arkpagadabra an. Ganz ehrlich, wie viele Artefakte brauchen wir nochmal für die Brutmutter? Sechs. Mia, hi, moin, Mia. Moin. Hi, Mia. Hallo Mia. Wie viel brauchen wir dafür? 6, glaube ich. 6, okay. 6 Artefakte. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 3 da oben. Mit diesem hier wären es 4. Elinja, sind in der Unterwasserhöhle Artefakte? Wo seid ihr? Ich bin hinter dir. Okay, dann kann ich weiterfliegen, ja? Es wäre so, aber schön, wenn du jetzt vor mir wärst, weil du weißt, wo die Höhle ist. Wo ist Losty? Och, Lee. Wo ist Losty? Da. Day One. Schawubba. Schawubba. Jan GP. Moin Moin, willkommen. Hey ho, Jan. So. So, wo bist du denn jetzt? Folly. Ich bin recht an der rechten Vulkanseite. Ich finde das ja geil, wie die Schlacke durch die Welt fliegt, ne? Naja, ich sag mal, das ist Asche. Okay, du hast keine gesehen dort. Ja, so, meine ich ja Asche. Wo ist Lossi? Lossi, wo bist du? Ich weiß nicht, wo Lossi ist. Ja, rechte Vulkanseite. Ja. Ihr fliegt ja einfach weg, ihr sagt aber wahrscheinlich mir, seine sitzen, rechte Vulkanseite. Ihr sagt, ich soll zuerst warten und dann hab ich gewartet und dann fliegt irgendwo an mir vorbei und dann da unten ist ein Ketzer. Nee, das ist ein Arquentaris. Wahrscheinlich ist das Lost. Ist das Losty wieder zu der falschen rechten Seite. Zur falschen rechten Seite. Nein, ich bin bei der richtigen rechten Seite. Wo seid ihr? Seid ihr ganz oberhalb vom Vulkan? Nein, wir sind auf Höhe des Torbogens. Des Torbogens, okay. Ja, da ist unser Torbogen. Es sind mehrere hier. Ja, den habe ich hier gleich, den Torbogen. Ich wüsste jetzt nur gerade, wo ihr da seid. Hast du ein GPS dabei? Ah, hier. Ich weiß gar nicht, dass das jetzt schon wieder mit GPS laufen muss. Wir sind zusammen hergeflogen. Stopp! Losty, flieg einfach da weiter, wo du bist. Ja, flieg einfach mal vor. Und wir fliegen dir hinterher. Wie ist es im Allgemeinen mit dem Stream? Läuft der bei euch allen flüssig? Oder ist das wieder mal nur... oder ist das jetzt nur bei mir so? Maxo, ja, das ist die Center Map.
muss mal. Tanke ich Stamina? Ja, ich tanke hier noch einmal Stamina ganz kurz. Geil. So, wenn ihr dann soweit seid, hüpfen wir einfach mal in die Tiefe. Läuft flüssig, okay, sehr schön. Ansonsten läuft Mia cremig. Einfach. Ansonsten Mia deinen Router nochmal neu starten, vielleicht bringt das ja was. Ja, oder im äußersten Notfalle hier. Seid ihr soweit? Jo. Sehr schön, das ist in Ordnung. Vielen, vielen Dank für eure Feedbacks. Vielen Dank. So, also. Olli, also. Lumia los, Arts. Und runter. Lumia Arts. Hier ist die Unterwasser, hier ist die Vulkanhöhle. Ja, krasse Scheiße. Boah. Ey, hier ist aber richtig heiß, ne? Wollte ich nur sagen. Ja. Ja, weißt du, was da hilft? Was denn? Ich hab nix. Du machst dich einfach nackig. Ich hab nix zu trinken dabei. Mach dich nackig und dann hast du noch eine kleine Flamme. Und dann ist gut. Ich hab Zitronen dabei. Ne, die habe ich auch nicht mal mit. Na, ich habe bloß eine kleine Flamme. Nein, ich habe keine kleine Flamme, ich habe eine große Neumann. Obwohl du nackig bist? Obwohl ich nackig bin, ja. So, Fauli, wo bist du denn? Ich bin hier. Seh dich, okay. So, okay, dann lass uns mal dahin fliegen, wo es jetzt vielleicht... Also, wenn man hier durchfliegt, ist das eigentlich eine relativ einfache Höhle. Aber sie ist ziemlich weitläufig. Wie man hier sieht. Also... Glaube ja, ich war auch nur in einer Ecke. War hier unten. War ich hier? Boah, schaut ja geil aus. Okay. Guckt euch mal hier die Sachen, die Stände an, wo das Feuer drauf ist. Alter, das sieht mal geil aus, oder? Ja, sehr schön. Cool. So, hier unten sind überall Titanboas. Ja. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, folge doch einfach den Weg. Hier unten ist ein... Oh, siehst du ein Artefakt ist hier unten, das habe ich übersehen. Ich hole mir das mal eben. Ja, das ist nur ein Dings. Das ist nur so ein. Stimmt, so ein Goodie, aber da ist eine Waffe drin. Ja, nimm mit. Ein Blueprint. Ein Blueprint ja, für eine Waffe sogar, sehr schön. So, ihr müsst. Sag mal, sind die ja alle tot oder was ist das? Nein. Die schlafen. Achso, jetzt werden sie munter. So. Ich wollte gerade sagen, ey. Also mir gefällt die Höhle ein Stückchen besser, weil man hier fliegen kann, ne, die ganze Zeit. Ja. Ja gut, dann Schlappi, ist aber ja nicht mehr einfach. Hallo Schlappi. Hey Schlappi. So, hinten links habt ihr vielleicht einen Grafikfehler. Ah, warte mal. Da baut sich vielleicht was auf. Ja, kann ich durchgucken. Ich hol mal kurz das Artefakt hier, ja? Genau. Pass auf die Schlangen auf, die poppen gleich überall raus. Und man kann sie aber in die Lava locken. Das geht relativ zügig. Okay, mir hat nichts aufgepoppt. Ich bin dann mal hier am Havern. Ach nee, stimmt, wir können ja zweimal holen, ne? Ja, ja. So, die ersten 5 Schlangen gehen in Richtung Lava. Das passt schwimmen. Schon alles. Ja, die gehen schwimmen. Ja, so. Super, die stehen auf Lava. Willi, moin moin! Hallo Willi! Ja, Willi, subben kann man bei uns noch nicht. Man kann uns noch nicht subscriben, weil wir noch keine Twitch-Partner sind. Das wirst du erst, wenn du bestimmte Kriterien erfüllst. Aber Elinja ist Moderatorin geworden, weil wir haben jetzt 2 Moderatoren, was dann halt eben die ganze Sache ein bisschen erleichtern soll. Wir wollen nämlich im Endeffekt jede Frage, die im Chat gestellt wird, wollen wir nach Möglichkeit beantwortet wissen. So, und wenn wir zwischendurch es einfach nicht schaffen, darauf zu schauen, dass dann halt eben von Moderatoren beantwortet wird. Oder halt eben die Moderatoren klopfen uns mal kurz an. Hier, Leute, die Frage müsst ihr mal eben beantworten. Und dementsprechend haben wir Elinja dazugenommen. Elinja ist auch seit dem ersten Stream, glaube ich, dabei. Und eigentlich hier kommt der Titanboa. Ne? Und dementsprechend ist sie jetzt halt eben Moderatorin. Sobald wir Twitch-Partner werden, auf kurz oder lang, sollte das ja vielleicht mal der Fall werden, wird man uns auch subscriben können. Und dann wird es für die Abonnenten natürlich auch Goodies geben. Besondere Extras. So, und hier gibt's übrigens Obsidian. Chloe, moin moin. Adelux wieder da. Und Willi auch. Dich begrüße ich auch nochmal. Und Bad Boy, moin moin. Hallo, hey, Bad alle Boy. Zusammen.
So, also ich hole mir jetzt gleich den nächsten Loot noch einmal raus, ja? Bin ich dann soweit ja. Schon mal durch. Ich pack mal eben so. Das eine Artefakt jetzt hier in den... Ey, wisst ihr was? Wir müssen echt zusehen, dass wir die anderen beiden noch finden. Die anderen beiden Artefakte, dann können wir die Brutmutter... Ja, die Höhle hat noch einen weiteren Bereich, den habe ich mir aber nicht angeguckt. Warte, ich hol mal eben. Detten, wo bist du? Hier, lass die, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ja, ich geb dir mal ein paar Zitronen. Oh ja, das wäre nett. Das wäre super. Sieht man bei mir. Geht's. Ah, wo sind die denn hingefallen? Ah, hier. Deadman? Ja. Ein paar Zitronen? Danke, Deadman. Ich hab schon. Der hat sich meine gerade gemopst. Ich hab schon. Achso, ich dachte, du hast sie schon genommen. Nee. Ja, so schnell war ich nicht. Alles gut. Cool. Alles gut, alles gut. Warte mal, ich pack die mal dahin. Ich meine, das ist ja langweilig, wenn man hier durchfliegt. Kann das sein? Dann nix zum Abschießen. Naja, die meisten Sachen habe ich schon in die Lava geschickt. Shanti, moin moin. Leon, hi. Hallo, Leon. Hey ho. Geh jetzt mal eine Runde gucken, was sich hier noch killen lässt. Hier sind aber auch haufenweise Dungbeetles und alles immer drin, ne? Titanboas und Spinnen habe ich hauptsächlich hier gesehen. Gut, aber in der Eishöhle waren Dungbeetles, oder? Das habe ich nicht gesehen. Da könnte man sich auch mal einen rausholen und zähmen, oder? Die brauchen wir auch noch. Losty, du könntest aber, wenn du deinen... hol doch mal den zweiten Loot. Habe ich doch schon. Achso, dann hol ich den jetzt hier. Flieg doch mal hier durch die Höhle. Hier gibt es noch vielleicht das ein oder andere zu sehen. Ich schaue noch mal kurz, ob hier noch irgendwo... Vielleicht sogar noch ein zweites Artefakt ist, wer weiß. Nee, hier, bleib einfach mal hier in der Höhle. Wir müssen ja eh zurück. Also das hier sieht schon mal cool aus hier. Ja, dann hast du vielleicht was zu essen für meinen Vogel? Warte, ich habe normales Fleisch dabei, warte. Ich habe auch genug mit. Normales Fleisch habe ich. Also, nee, ich habe hab die Hatchet nicht dabei. Chloe, die Base zeigen wir nachher, wenn wir dahin wieder zurückfliegen. Wir sind gerade dabei, diese Vulkanhöhle zu erkunden. Aber danach zeigen wir die Base auf jeden Fall. Hat einer eine Hacke dabei oder ein Beil? Warte mal, wo hast du denn jetzt hier was für dich? Gar nichts dabei. Alles klar, mach ich der Vogel selbst. Warte hier, ich hab was zu futtern für dich. Da so, dein Vogel hat jetzt was. Hab ihm schon gutes getrocknetes Fleisch gegeben. Das gute, nahrhafte. Hier liegt doch noch eine Titanboa. Kann er doch halt essen. Hier, die ich abgeschossen hab. Soll er schließlich essen hier, ne? So. So, wir mussten jetzt noch mal looten. Ich habe jetzt zwei. Ich habe ein. Eins habe ich. Dann loote ich gleich nochmal. Wie viel wollen wir mitnehmen? Jeder zwei, ne? Ja, gut, wir hätten hier unsere Vögel, wo wir noch was reinpacken können. Ja, haben wir ja. Habe ich doch. Jeder zwei. Ja, und ich habe ja zwei Vögel. Also ja, du hast deinen Schulterfreund ja immer mit. Und den dritten hast du auch vergessen. Fabian zockt. Moin, moin. Hallo, Fabian zockt. Hey Fabian. Achso, eine Neuerung sehe ich gerade. Die Server haben keine Passwörter mehr. Genau, das hatten wir fast vergessen. Also unsere Server laufen jetzt ohne Passwörter. Ihr braucht kein Passwort mehr eingeben. Geht einfach so. Müssen wir im Mobot noch ändern. Grund der ganzen Sache ist, dass so die Server halt eben auch auftauchen, wenn sich einer in Ark neu einloggt, möchte ich mal sagen. Und vergisst unten das Häkchen zu machen, dass man Protected Server zeigen soll. Dementsprechend ist unser Server auch so in der Liste drin. Und ja, je mehr Leute auf den Server kommen, desto spannender wird's doch, oder? Es ja. Ist halt jetzt wirklich public. Ja, jetzt ist es also wirklich nicht public. Ja, so wie es ja auch sein sollte. Nicht public mit Passwort. So. Okay, dann können wir jetzt... Also, den Teil hier hinten hast du schon gezeigt, ne? Den habe ich schon gezeigt, da hinten. Ja, der sieht cremig aus. Ich finde das oder so geil. Die haben hier mit den alten Urinen, Ruinen haben die richtig cool. Urinen? Die alte Urine. Da haben die richtig cool mit gebastelt. Sieht richtig stark aus. Alten Urinen, ja. So, dann lass uns mal wieder Richtung Eingang. Ja, dann lass uns mal. Und schauen. Aus welchem Material ist das? Mit Ruinenstein. Ja, mit Ruinenstein, genau. Jedenfalls stehe ich nicht. So. Dann lass uns mal schauen, ob sie irgendwo noch einen Wald. Komm, lass uns doch mal schießen von hier oben. Naja, gut, okay. Lass uns fliegen. Willst du jetzt wieder raus oder? Nee. Hier oben geht's doch auch lang. Guck mal hier. Wo denn? Hier oben? Oder ist hier Decke gleich zu? Ja, nee, das sah gerade nur so aus.
Hier oben ist Ende. Hier oben ist Skorpion und noch mehr Schlangen. So, gerade durch. Jetzt wieder raus. Okay, Mia hat gerade ein Déjà-vu an Herr der Ringe. Du kommst hier nicht vorbei. Ja. So, hier geht's raus. Genau. Ja, raus wollen wir jetzt gerade nicht. Also dann müssen wir nach rechts fliegen. Und hier bist du noch nicht gewesen, sagst du? Hier bin ich noch nicht gewesen. Ja, die Höhle ist ja nun groß genug, sodass da vielleicht noch ein weiteres... Wäre schön, ja. ...Artefakt sein könnte. Auf jeden Fall ist... Ach, die ist mehr als groß. Ja, das würde ich auch mal sagen. Und die ist auch extrem warm. Ich habe nur eine kleine Flamme. Ha, ja, was hast du eigentlich gemacht, sag mal? Wie viel Fortitude hast du? Wenn ich gucke, ich habe 80 Fortitude. Ja, siehst du, da bin ich noch lange nicht. 80. Dann hätte ich wahrscheinlich auch eine. Hier sind viele Spinnen, passt auf, also wenn ihr landet. 72. Na, ich lande noch nicht, ich brauche noch nicht landen. Ist bei dir was, Basti? Ja, hier einmal im Kreis geflogen ist hier, ja. Also okay. Da brauchst du nicht einmal im Kreis geflogen. Wir können dann jetzt eher nochmal hier die linke Variante nehmen. Links rum. Und dann mal kurz schauen, ob hier irgendwas Weltbewegendes ist. Also hier oben ist noch. Ist da noch irgendwo vielleicht so ein. Nein. Das spawnt kein Artefakt auf. Also die ist ziemlich groß, die Höhle. Die ist ja. Und es gibt ziemlich viel. Es gibt ziemlich viel Kristall und Obsidian. Also für jeden, den es interessiert. Das die ist Höhle aber... im Vulkan ist ziemlich reichhaltig. Ja, hier ist noch ein Artefakt hier oben. Sehr schön. Dann. Oh ja. Das sieht aus wie in der Eishöhle, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so die. Ja. Die Spiegelung der Eis. Der Eishöhle. Nur halt im Vulkan. Nur halt eben Eis. Ja. Alter. Sehr gerne. Ich habe irgendwas gelootet, aber ich weiß nicht was. Wie, du hast irgendwas gelootet, du weißt nicht was. Ich hab nicht drauf geachtet, was? War das kein Artefakt oder was? Doch, natürlich, Artefakt von Armor. Ah, sehr schön. Dann haben wir dann also schon 4. Ne, 5. Nee. Massive ist das. Artefakt, ja, dann haben wir massive. Schon 5. Dann haben wir schon 5. Dann brauchen wir noch wie viel? 1. 1. Okay. Uns fehlt 1. Ja, ein Artefakt eins. Fehlt uns. Um die Brutmutter zu beschwören. Hier rum kann man wenigstens ein bisschen gut schießen. So, ich hol mir das eben, dann bin ich durch. Ich schau mir das nochmal an. Massive, okay? Sehr schön. So. Ich flicke noch mal ein bisschen rum und erkunde. Aber ja, es sieht so aus wie das Äquivalent Eishöhle. Der Eishöhle. Okay. Das heißt, in der Eishöhle gibt, haben wir da auch 2 rausgeholt? Ja, da haben wir 2 rausgeholt. Waren das 2 oder 3? Ja, nee, 2. 2 waren da. Aber es sagt ja jeder, dass die Eishöhle noch weitergeht. Aber wir haben ja keinen weiteren Weg gefunden. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, ob da was dran ist, ob es in der Eishöhle weitergeht oder ob... Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, hat das jemand von euch schon in Erfahrung bringen können? Ob es in der Eishöhle noch weitere Artefakte gibt oder ob es da irgendwo noch einen weiteren Weg geht, wie den wir gegangen sind. Hier unten geht es auf jeden Fall noch weiter. Ja, dann lass uns da gleich auch nochmal schauen. Ja, Ruff, jetzt kann ich ein bisschen rumballern. So, einen muss ich gleich noch looten und dann bin ich auch soweit fertig. So. Wahnsinn, wie viel Kristall es hier unten gibt. Ja, hier ist richtig. Das ist ja schon richtig geil. Hier ist echt heftig. Ja, Wahnsinn. Hier geht's weiter, aber ich glaube, ich bin unten im Kreis geflogen. Gucken. Oh, Backe, das geht ja hier noch weiter rein. Ja, ist eine große Höhle, ne? Und hier ist es sehr, sehr heiß. Oh, ey, ich habe gerade gedacht, ich falle hier in die Lava. Sehr, sehr heiß. Ja.
Ja, weil du auch in die Lava, sehr dicht an die Lava kommst. Deadman, machst du mir ja schon wieder unmoralische Farbangebote? Was mache ich? Unmoralische Farbangebote. Warum? Ach, blöd. Wie kommst du jetzt darauf? Weil Mia gerade fragte im Ingame-Chat, ob das Angebot noch steht mit den Farben. Ja, steht noch. Siehste? Ich flieg hier einfach rum, aber ich weiß momentan nicht, wo ich bin. So, ich brauche noch die Artefakte. Ja, ja, ich weiß. Gut. Bali, wo steckst du? Ja. Hier. Du vergnügst dich. Hier. Okay, hier unten ist alles heiß. Ich sehe einen Skorpion. Ja, solange es nur ein kleiner ist, ist das ja gut. Nee, der ist aber riesig. Okay. Ey, sag mal, was ist denn hier alles? Wieso liegt hier so viel Fleisch auf einem Haufen? Was? Fleisch wo? Das sieht aus, als wenn die alle stehen hier. Oder hast du die schon alle geschnetzelt, Deadman? Nee, Deadman hat einige geschnetzelt. Ach, die sind alle hier im Schlafmodus. Weil es so warm hier ist, wetten? Hast du ein Gamma hochgestellt? Nee. Oh, jetzt kannst du schnetzeln. Ist ja seltsam, oder? Ja, ich muss mal nachladen. Ich finde das auch seltsam. So. Jetzt kannst du Fleisch sammeln gehen. Ich glaube, im Real Life würde ich die Ninewurm in die Hand geben. Warum? Weiß ich nicht. Warum? Dein Leben ist doch viel sicherer dadurch geworden. Solange Deadman vor dir ist. Eben. Ja, also ich erinnere nur an den letzten Ausflug, den wir hatten. Ja, okay. Da, da war es schon ganz hilfreich. Da hast du mir gut was weggeschossen, ja, ganz ehrlich. Ja, ja, das ist ja auch in Ordnung. Machst du schon gut so. So. Ja, du lobst ihn ja nur, damit er dich jetzt nicht abknallt. Psst. Eben. Mach du fein. So, okay. Habt's bei. Okay. So, wo bist du jetzt lang geflogen, Fauli? Nach unten? Ich bin unten lang geflogen. An der Lava lang, weißt du? Ja, Treppe runter und dann gleich rechts da in diesen Gang. Nee, gerade durch. Ja, hier geht's aber auch noch rechts lang, ne? Da war ich, da kommst du wieder da raus, wo du herkommst. Ah, okay, stimmt, das ist hier der Kreis. Alter Schwede, ist das hier. Lassi, wo kommst du? Wo, also... Ich bin jetzt hier runter. Da, ich bin jetzt hinter dir. Ich bin jetzt hinter dir, jetzt überhole ich dich gerade. So, ich bin jetzt wieder vor dir. An vor dir. Weil ich verliere hier Leben. Na, dann hau dir jetzt die Zitronen rein. Hab ich ja schon. Okay, da geht's noch... Oh, Alter, wie groß ist das hier? Wo bist du jetzt lang? Bist du durch die... Ich bin durch die Höhle unten geflogen und immer geradeaus. Okay, durch die Höhle. Also immer an dem Lavafluss. Den Lava, da kommt ihr doch. Ja, okay. Ich sehe dich gerade, ja. Immer an dem Lavafluss. Und hier immer ist das gut warm. Immer am Lavafluss. Boah. So, und hier sind wir wieder am Eingang. Wie ich feststellen musste. Ja, okay, dann, Hier oben ist zwar noch eine höhlenartig was, ich weiß aber nicht, doch, da waren wir schon. Da waren wir schon. Ne, dann können wir raus, dann haben wir hier nichts mehr, außer hier oben ist noch was, aber glaube ich nicht doch. Da war doch noch so ein Durchgang. Hier oben ist noch ein Durchgang. Von da, wo wir hergekommen sind. Ja, jetzt. Hier geht's aber noch lang. Wirklich, Deadman. Ja, aber wir waren noch gerade an der Frage, dem Fluss folgen. Da seid ihr mir ja entgegengekommen. Ja, und da war aber noch geradeaus so ein Torbogen. Und da sind wir da gekommen, oder? Nee. Dann können wir da gleich nochmal gucken. Waren wir hier gerade nicht schon? Ja, hier waren wir schon. Das meine ich doch, genau. Dann können wir hier wieder zurück. Ja, waren wir hier schon mal? Ja, hier waren wir schon, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Sie könnte sein. Ich glaube ja. Doch, ich glaube auch, ja. Gut, dann ist hier der Ausgang jetzt erstmal. So, wo ist jetzt der Ausgang, Kinders?
prinzipiell sollte der hier sein, aber hier ist kein Ausgang. Doch, hier geht's hoch. Genau, das hier ist ja der Ausgang. Pauli, ich sehe dich zwar. Das ist Equal. Achso, du willst zurück, dann musst du umdrehen. Du willst ja, wenn du raus willst, musst du mitkommen. Achso, oder meintest du, wo wir. Ja, hier unten, schau mal. Warte mal, Pauli, komm mal zurück, bitte. Also, ich bin jetzt wieder draußen, ne? Ja, hier runter zu mir. Ja. Und hier draußen ist ein. Doch, hier unten ging es doch hier, links, hier. Das ist ein Rex, ich wollte gerade links sagen. Rein. Was ja, hier drin schon? Ja, aber hier habe ich nur die Treppen gefunden. Okay. Geht's hier nirgends mehr hin? Und da habe ich den Skorpion gesehen, siehst du? Da hinten, okay, der jetzt kommt. Ja, ich sehe ihn schon. Ja, Leon, bis später. Okay. So, und hier geht's wieder raus. Gut, dann fliegen wir wieder raus, würde ich sagen, weil... So, dann müssen wir links abbiegen. Trotz alledem ist es eine schöne Höhle. Ja, die ist cool. Eine sehr, sehr geile Höhle. Hier müsste man mal was drin bauen. Oder das geht, glaube ich, nicht, oder? Du kannst in den Höhlen nicht bauen. Ah. Das haben die abgestellt. Aber so geil, wie es hier drin ausschaut. Waren wir hier schon? Ja, von hier sind wir gekommen. Bist du immer noch hinter mir? Wenn du kurz stoppst, dann sehe ich dich. Noch sehe ich dich. Immer geradeaus. So. Jetzt mal hier unten gucken. Hier noch was ist. Ansonsten müssen wir jetzt links raus. Hier oben links? Mhm. Nee, hier ist nichts mehr. Hier unten. Links, genau hinter, hier geradezu. Ja. Also ich fliege dann jetzt erstmal zur Base zurück, ja? Und dann nach oben. Ja, du kannst ja aber schon mal gucken, ob wir noch genug Scuba haben. Jo. So, und da ist noch ein blauer Strahl. Den loote ich dann auch mal. Jo, ach das. Ja, nö, den loote ich nicht. Warum? Weil da ein T-Rex. Achso, die ist beschäftigt, das ist gut. Dann lootest du ihn doch. Ansonsten werde ich gleich sterben. T-Rex kommt. T-Rex. Bist du weg, Folly? Ja, klar. Warum kämpfst du denn gegen Aquentaris und einen T-Rex? Warum nicht? Weil ich's kann. Ja, er braucht die Herausforderung. Das ist, schon immer so gewesen. Ich sehe gleich schon die Todesmeldung. Ja. Nee, warum? Ja, vor allen Dingen wieder T-Rex. Mit Artefakten im Inventar. Wir müssen gleich noch neue hier Artefakten-Trophäen bauen. Die Basis. Den Ständer. Den Ständer. Genau. Lass dir bloß einen Ständer machen. Mach mal schnell einen Ständer. Ja, baue ich gleich. Den crafte ich gleich. So, boah. Der wehrt sich aber ordentlich, Targentavis. Das ist die bestimmt Arbitage. Ein großer. Na, 33, immerhin. Nee, Blödsinn, hier muss ich doch lang. Ey, ich kann dieses Ding nur von...